So, YouTube. Keine 3 Minuten ist vergangen, nicht mal 30 Sekunden. Es ist wieder soweit. Die machen uns alles kaputt hier. Ich hoffe, die sind tot. Es kommt, weil wir die Schmieden halt jetzt anhaben. Ja, den Loot-Container hinten mit 2 Kilometern, den werden wir gleich mal holen. Wir haben eigentlich genug Getränke bei, aber ich würde mir fast noch ein Getränk mehr und ein Essen für so einen Weg mitnehmen. So, falls irgendwas passiert. Wir haben auch eine Bandage bei. Nee, die habe ich wieder weggepackt. Warum? Irgendwie ist die mir abhanden gekommen. 3.50 Uhr. Ja. Nicht? Wir haben alles vorbereitet. Oben ist gut. Wir haben 2 Ausgucktürme. Um uns für die Nacht zu verteidigen. Der Turm hier ist ein bisschen im Weg vielleicht sogar. Der original hier dran war. Müssen wir mal gucken. Ob wir den behalten wollen. Und das hier müssen wir auf jeden Fall viel, viel besser verstärken, die Seite. Weil hier machen sie mir ständig alles kaputt. Aber klar, ist auch die am wenigst geschützte Seite, weil ich ja hier selber rausrennen will aktuell. Macht schon Sinn. Was hältst du von einer Trap-Basis, also ein Eingang, wo nur immer ein Zombie vor der Falltür steht oder was? Ja. Warte. Das ist insofern geplant. Oh. Dass wir den Hügel da umbauen wollen mit einer Verbindung hierhin. Und da drüben die eigentliche Verteidigungsbasis machen wollen. Und das Ding ist dann nur dafür da, dass wir uns im Falle, dass alles schief geht oder wir sterben, in dieser Basis spawnen. Und dem wollen wir dann ein bisschen stärker verteidigen lassen. Und da können wir uns mal überlegen, was wir daraus bauen. Vielleicht bauen wir das auch hier hin oder so, aber auf lange Sicht nicht. Wir werden so oder so umziehen. Von daher ist es eigentlich alles Wurstikus. Eigentlich würde ich so gerne so Sachen, die schnell kaputt gehen, ein bisschen in einen geschützten Untergrund packen. Nicht oben, wenn es einkracht, dass kaputt geht, sondern auf den Boden stellen. Und dann nur zur Verteidigung, dass man irgendwie in so einen Turm geht und dann von dort aus auf die Zombies entsprechend reagiert. Ich weiß, es gibt so diesen einen Superturm, den viele Streamer bauen, den will ich nicht bauen. Das finde ich langweilig. Also, ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ich finde halt dieses 0815 Nachbauen, das hatten wir schon beim letzten Mal einfach, ja, kreativlos. Das wird es hier auf jeden Fall nicht geben. Und ich mache Sachen anders, so wie ich sie denke und nicht wie irgendein Guide am Ende vorgibt, weil er da 2% bessere Ergebnisse hat. Kann der Guide gerne vorgeben. Aber so wie bei WoW, ich meinen eigenen Talentbaum aufbaue für Sachen, die mir Spaß machen, mache ich das in dem Spiel hier auch. Ich baue so, wie es mir Spaß macht. Und wenn ich damit scheitere, ja, dann ist es so. Dann ärgere ich mich und dann muss es vielleicht eine 2. Staffel geben. So ist das Leben. Alles hat ein Ende, auch die Wurst hat 2. Nicht wahr? Egal ob vegan oder nicht. Ich habe meine Kisten oben an die Decke hoch, weil die Zombies die mal kaputt machen. Hatte ich auch schon mal. Ja gut, deswegen am besten die beiden Standorte so ein bisschen voneinander trennen. Denke ich. Stelle ich mir zumindest vor, dass das gut klappen könnte. Und deswegen werde ich das auch machen. Aber das jetzt nicht in dieser Nacht. Wir werden sofort in der nächsten Nacht dann damit anfangen, das vorzubereiten. Ich meine, wir haben jetzt genug Essen, wir haben gesichert Wasser. Wir müssen eigentlich nur manchmal jagen, aber ansonsten müssen wir nichts mehr machen. Wir müssen keine Nahrung besorgen. Ich habe für, glaube ich, 40 Tage Nahrung im Vorrat.
Das Einzige, was kritisch sind, sind Federn aktuell noch. Deswegen ist Jagen vielleicht auch eine Sache, die man ab und zu einplanen müsste. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Vielleicht auch, na gut, größere Tiere bringen ja nur mehr Fleisch und Fett. Bringt mir jetzt eigentlich auch eher wenig. Fett wäre besser, um noch geileres zu essen zu machen. Das ist zumindest eine Idee. Was wir aber eher brauchen, ist eine Ranch zum Beispiel, dass wir Sachen auseinandernehmen können. Was wir brauchen, ist Klebeband, damit wir uns bessere Rüstung machen können. Was wir brauchen, ist eine Werkbank, nicht? Da brauchen wir aber noch Stiff-Tool-Dinger und sowas. Also, wir haben nicht so viel Loot-Glück gehabt in den Tagen, obwohl wir ziemlich viel gelootet und gesucht haben und Händler-Quests gemacht haben. Jetzt auch nochmal. Ich meine, was hilft es uns, wenn wir uns 500... Oh, Kamera hängt. 500 Holzer gibt, nicht wahr? Und hallo's Marco. Hallo Markus. Nices Game. Ja, denke ich auch. Warum? Jetzt muss die Kamera richtig rumzicken. Ah, ich weiß nicht warum. Ich glaube, die überhitzt manchmal oder so, aber ich glaube eher, es ist ein Software-Ding. Ich glaube, die Software von Elgato ist manchmal so ein bisschen problematisch und zickelt rum. Da kann ich leider nichts dran machen, außer hoffen, dass Elgato irgendwann mal diesen Stream sieht und ihren Treiber und Software verbessert für moderne Rechner, während man streamt. Ich meine, die stellen Streaming-Equipment her und das funktioniert nicht, während man streamt. Reibungslos. Manchmal geht die Kamera auch einfach aus oder die Software stürzt ab im Hintergrund. Ich weiß nicht. Ist nicht so robust, wie sie sein sollte, leider. Produkte von der Hardware-Seite aus eigentlich immer geil, aber Software ist, glaube ich, nochmal ein anderes Feld. Da muss man nochmal drüber gucken. Aber ich kenne es selber. Ich mache auch auf Arbeit Sachen mit Hardware. Und die, man muss sagen, man muss sich leider oft auf die Treiber, schönes Standbild, der Software verlassen. Aber ich kann das kurz mal ändern. Weil es mich nervt extrem. Und zwar gehen wir einfach auf Webcam und gehen auf die Kamera direkt. So. Die ruckelt nicht. Die zoomt aber auch nicht ran, wenn ich mich bewege. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wer oft hier ist, kennt das schon. Ich bin jetzt zumindest zufrieden, dass man auf die Hardware ausweichen kann, wenn die Software nicht mitmacht. Das ist ja das halbe Brot, nicht wahr? Also ist auch nicht so, dass der Rechner überlastet wäre oder so. Der Rechner ist so bei 50% oder so Auslastung. Ich habe das Game auch auf 60 FPS gekippt. Also da ist jetzt auch nichts, dass da irgendwer großartig am Schwitzen ist oder sowas. Dass man sagen könnte, boah, deswegen ist es problematisch. Das ist auch manchmal, wenn ich OBS einfach offline einfach nebenbei laufen habe, fängt es einfach an zu ruckeln, obwohl ich nichts mache außer Twitch gucken oder so. Ja, es ist wie es ist. Vielleicht beim Händler die Bücher noch kaufen. Ja, das Problem war, der hatte die nicht. Deswegen wollte ich jetzt zum anderen Händler. Zumindest das, was wir brauchen, konnte uns keiner bisher liefern. Sehr schade. Vielleicht sehen wir ja noch einen neuen Händler hier. Aber andererseits habe ich auch gesagt, ich will eigentlich so wenig wie möglich mit Händlern spielen, weil ich die Mechanik der Händler nicht mag. Von daher, wenn es 30 Tage dauert, bis wir die Bücher finden, dann dauert es halt 30 Tage. Eigentlich, was wir brauchen, ist eine große Stadt. Wo ein paar größere Läden sind, nicht eine Bücherei, irgendwas. Aber wir haben jetzt dreimal die gleiche Stadt mit den gleichen Sachen und nur ein Working Stiff Tool. Ansonsten nur Wohnhäuser oder irgendwelche Servicegebäude. Das ist schon ein bisschen schwach vom Aufbau her und auch vom Loot, der da drin ist. Ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, wow. Das ist ja mega. Da wären wir ja richtig reich von. Loot tut gut. Das ist die Aussage, die hier auf jeden Fall zutrifft. Ich meine, neulich habe ich in so einem Ding irgendwas Legendäres gefunden. Nicht? Also es kann in jeder Kiste... Oh, das richtige Tool halt dann stecken. Mann, sag mal. Wollen sie hier mitspielen? Okay, wollen sie nicht. Weißt du, erst Krach machen und dann am Ende nicht mitmachen. Das sind die richtigen. Ich will und dann doch nicht.
Oh. Hast Glück gehabt, Hühnchen. Dein Buddy hat aufgepasst auf dich. Aber nicht gut genug. Ah, Mann. Ich bin auf Hühnerjagd. Mann, Mann, Mann. Ah. Mann, das kann Gedanken lesen. Das ist ein Uri Geller-Huhn. Wo bist du? Komm zu Papa. Deine Federn, wir brauchen deine Federn. Gib. Oh, genau hinterm Hügel. Jawoll! Keinen drinnen. Vom Hühnerschreck. Ich muss aber auch gestehen, ich lasse mich super schnell ablenken, nicht? Also so konzentriert, ich suche jetzt einen Laden und loote bis dahin nix. Ich nehme alles mit, bin überladen, lauf zurück, lauf zum gleichen Haus, loote es, lauf zurück. Nicht wahr? Das passiert mir schon in Kingdom Come Deliverance. Das geht mir eigentlich in allen Spielen so. Achso, und wir haben noch nichts getrunken. Da können wir auch nochmal einen Platz gut machen. Und noch nichts gegessen. Oh, da können wir auch nochmal Platz gut schaffen. Sehr gut. Jetzt aber. Knife. Naja, immerhin. Armored. Hm. Oh, Forge Ahead, das sind sie. Aber hat nicht gereicht, nicht? Oh, brennender Schaftmod. Oh, gezähnte Klingenmod. Oha. Ach du Scheiße. Nee. Aber habe ich jetzt leider keine Zeit für euch. Entschuldigen Sie, Sie stehen mir im Weg. Ich muss flüchten. Die können ja mal schön alleine rumrennen. Ein Huhn. Oh, sehr gute Augen. Keine Spuren mehr. Naja, ist weg. Egal, da hinten ist zu gefährlich. Ich laufe mal die Straße entlang. Ist ja noch früh. Können wir eigentlich das Ding verändern? Ah, guckt mal. So wird ein Ding draus. Komm mal her. Wo bist denn du? Entschuldigen Sie, Sir. Sir, Sie haben da kleine Probleme. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber er darf einen nicht schlagen, nicht? Sonst sieht's nicht mehr so gut aus. Sehr gut. Erfolgreich erprobt. Ich werde mich wahrscheinlich selbst damit umbringen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Jurassic Park, das Ding. Oh, ein Buch. Oh, shit. Guten Tag und auf Wiedersehen. Na, noch sehe ich nichts am Ende. Das ist nur ein kleines Haus. Ich glaube, da ist keine große Stadt. WB, Helena. Bin eingeschlafen. Ja, vielleicht, wenn du einschläfst, Schlaf ist doch auch gesund. Sollte man auch seinem Körper die Ruhe geben, die man braucht. Sagt der, der, wenn ein Spiel draußen ist, 14 Stunden streamt und nicht schlafen geht. Oh oh. Oh oh. Also langsam bin ich im Spiel angekommen, nicht? Dann wird es Zeit fürs Bett. Denke ich auch. Also wenn ich so müde bin, nicht, dass ich einschlafe von alleine, dann
ist es auch schlecht, wenn man dann aufwacht und zu lange wach ist. Dann kriegt man, also ich krieg dann immer fette Kopfschmerzen am nächsten Tag, wenn ich dann zu lange nochmal zwischendurch wach bin. Wow, okay. Also weiter würde ich jetzt auch nicht mehr laufen, nicht? Ich gehe jetzt mal zurück und wir sammeln auf dem Rückweg. Wir gehen jetzt straight Süden und sammeln dabei, ja, du nicht, Zeugs ein. Also vor allem Federn. Und vielleicht noch das ein oder andere Hühnchen für Federn. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Keine Spuren. In circa 30 Minuten, ja. Und hallo Wobbly. Heute ist ja richtig voll geworden. Der Chat macht sich. Ich glaube, YouTube braucht immer so ein paar Tage, bis es so, wenn man eine Funktion freischaltet, die auch irgendwie genutzt wird. So kommt mir das vor. Also damals bei den Shorts, die ersten Shorts hatten gar keine Aufrufe, dann sind sie explodiert für meine Verhältnisse. Dann habe ich Livestreams gemacht, die waren gar nichts. Und auf einmal sind die explodiert. Jetzt habe ich Kommentare angemacht. Erst war gar nichts los, die ersten zwei, drei Streams. Und jetzt, bomm, ist der Chat voll. Freut mich natürlich, wenn das so ist. Kann ich sagen davon, dass wenn andere Plattformen, da das genauso wäre. Also wenn ihr Streamer seid und Struggle habt mit Streaming, ich kann euch nur empfehlen, wechselt mal die Plattform. Guckt, ob Kick euer Publikum hat, guckt, ob Trovo euer Publikum hat, guckt, ob Twitch euer Publikum hat oder ob YouTube euer Publikum hat oder vielleicht auch Instagram Live für Beauty-Sachen vielleicht auch gar nicht schlecht oder so oder auch TikTok, obwohl ich TikTok am bedenklichsten finde, das würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, aber ja. Das ist wieder das Haus, das uns getötet hat mit dem Pool, nicht wahr? Nee, das ist ein anderes auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Kiste, die mich interessiert. Ach, was soll ich denn mit Chrysanthemen? Kann ich auch selber machen. Das hier, komm. Das zerlegen wir. Die hier pflanzen wir. Das will ich jetzt nicht mitlatschen lassen. Hier, falls wir später sammeln wollen. Was haben wir noch so Schönes? Mineralwasser haben wir gefunden. Wow, richtig edel. Wir sind aufgestiegen in der Gesellschaft. Federn haben wir noch. Wir haben nicht so viele Dings. Naja, gut. Aber mir geht es ja hauptsächlich um Federn sammeln gerade. Ich denke, wir haben genug Munition und Material, um die nächste Horde-Nacht zu überstehen, schon jetzt. Aber wir können ja schon vorsorgen, weil dann können wir die neue Verteidigungsbasis schneller aufbauen und besser aufbauen. Am besten wäre eine metallene Schaufel oder irgendwas Metallernes zu haben. Aber dafür müsste ich zufällig noch viel mehr Klebeband finden. Weiß jemand zum Beispiel, wo es viel Klebeband gibt? Gibt es so ein Poi, zum Beispiel die Bank, und da gibt es sehr viel Klebeband oder sowas? Dass wir danach Ausschau halten, dass es sich da eher lohnt, reinzugehen oder ein Krankenhaus. Was ich gemerkt habe, im Krankenhaus. Scheiße, hier ist ja ein richtiger Berg. Im Krankenhaus gibt es alles, nur keine Medikamente. Meistens sind die Dinger einfach leer. Ich gehe mal lieber außen rum lang. Schrottplatz. Oh, aber da gibt's Hunde. Da sind sie wieder, meine drei Probleme: Hunde, Hunde und Hunde. Und Zielsicherheit. Wollen Sie noch? Ich glaube, die hat genug für heute. Ups.
Morgen hast du 6 Stunden Schule. Gut, ich habe 8 Stunden Arbeit. Aber ich würde trotzdem nicht mehr tauschen wollen. Viele sagen ja, oh, Schule war früher so schön. Ma, nee. Ich finde, Schule ist wirklich nur ein Mittel, was ein, ja, vielleicht so ein bisschen was beibringt. Aber ich finde, Schule könnte viel differenzierter auf moderne Technologien eingehen. Man muss ständig irgendeinen alten Kram lernen, der gar nicht mehr relevant ist. Und das in einer Ausführlichkeit, wo ich mich frage, und danach wird einem gesagt, ja, das ist alles nicht richtig und deswegen haben wir was Neues erfunden. Ja, dann erklärt doch nur das Neue. Was interessiert mich denn die Historie von dem alten Scheiß in Chemie zum Beispiel? Erklär mir doch nur die neue Methode, die viel logischer ist. Habe ich nie verstanden. Das hat mich super genervt an der Schule. So, das und das und das und das. Aber das ist gar nicht mehr so und das wenden wir nicht mehr an. Ich habe gerade ein halbes Jahr die Scheiße gelernt und irgendwann habe ich dann aufgehört, Sachen zu lernen deshalb. Was einfach Quatsch war in meinen Augen. Dann habe ich Sachen gelernt, die wirklich relevant sind, und zwar Programmieren. So, bringt euch also euren Scheiß selber bei. Aua. Ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Man sieht interessant aus als Verteidigungsbase, wenn man das finden würde. Da komme ich nicht hier ran. Ah, verschlossen. Also jetzt habe ich die Chrysanthemen wieder aufgesammelt. Wirklich. Wow. Eine Schlange, oder? Das ist eine Kobra, okay. Oh. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht stören, Herr Nachbar. Ich wollte mir nur ein bisschen Salz und Pfeffer ausleihen, da müssen Sie nicht gleich so ausrasten. 11 Uhr ist erst, nicht? Wir haben eigentlich genug Zeit. Da komme ich nicht weiter rein. Zu. Eigentlich auch 8, aber normale Schulstunden habe ich 6, wegen Ganztagessig in der Schule. Aber sowas muss ich auch sagen, diese Zwangspausen. Also ich wäre wesentlich effektiver auch als Arbeiter, wenn ich keine Pause gesetzlich machen müsste. Was ist das für ein Scheiß? Lasst mich doch entscheiden, ob ich eine Pause möchte oder nicht. Ich will halt keine Pause machen. Ich will lieber früher in den Feierabend. Ich mache jetzt auch nicht so eine körperliche Arbeit, dass eine Pause wichtig wäre. Aber in anderen Berufen ist eine Pause super wichtig und da gibt es eigentlich zu wenig Pausen. So ein bisschen komisch, dieses ganze System. Okay, wir müssen immer einmal außen rum. Wo ist sie? Da. Hey. Okay. Ich hoffe, die kann nicht so hoch springen. Kämpfen die? Nee, ich glaube, die wollen beide durch die gleiche Tür. Wow! Mein Gott! Alter! Kannst du mich doch nicht so erschrecken! Wow! Panik! Hilfe! Mein Gott! Oh, die haben sogar einen Wassersammler. Da ist alles drin, nur kein Wasser. Natürlich. Na? Ja.
Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich finde es super, dass du auch laut vorliest, weil manche haben auch, wenn sie schon in der 6. Klasse sind, noch Probleme beim Lesen und deswegen finde ich das super. Ja, ich bin auch froh, dass ich selber lesen kann. Ich muss sagen, ich hatte früher immer Probleme mit Deutsch. Also ich hatte durchgehend eine 6 in Deutsch, aber es lag auch an der Lehrerin. Nicht unterkriegen lassen, manchmal seid nicht ihr das Problem. So, ist da unten mal gut ruhig mit der Party? Haben wir genug gefeiert? Danke. Könnt ihr wieder schlafen? Ja. Mann, 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 Mann. Immer diese lauten Nachbarn, die nicht wissen, wann die Party zu Ende ist. Unsaglich. Ein kurzes Herz in der Hose. Nicht nur kurz. Eieiei. Also das sind die Schreckmomente, warum ich das Spiel eigentlich nicht vorm Schlafengehen spielen kann, nicht? Achso, da ist ein Zombie auseinandergefallen. Ja, die Mod brauchen wir nicht. Ah, ich dachte, da ist einer. Hier, safe ist hier noch was, ein Hund oder sowas. Okay, kein Hund, aber Zombie erstmal. Natürlich. Ey, das ist dein Auto. Mann, macht seinen eigenen Truck kaputt. Was nehmen wir noch mit? Sag mal, wie ich das zerstören? Das war's. Okay. Da habe ich gerade mit mehr Gegenwehr gerechnet, muss ich gestehen. Ich dachte, jetzt fällt noch irgendwas von oben runter. Irgendwas will mich töten. 50 Schlangen, die angreifen. Das Problem ist, wir haben nicht mehr so viel Platz. Komm, das können wir mal zerlegen. Wow. Alter, Junge, bist du zu spät zur Party gekommen oder was? Die alle sind schon tot und du musst hier wieder um die Ecke kommen als Letzter. Wo kam der denn her? Verdammte Kacke, genau sowas meine ich. Das ist wirklich... Wo ist der denn? Ich meine, den da draußen, den höre ich nicht. Der ist mir aber auch egal. Außerdem kann der schon die Tür für uns öffnen. Das ist super praktisch. Achso, ups. Oh. Was können wir noch auseinandernehmen? Mich macht das nervös, wenn die da sind, weil ich immer nicht weiß, sind die gleich vor mir oder nicht. Hier, das können wir mal rauslegen. Super, Maismehl. Was haben wir hier? Stiefel Munition wäre gut. Gegen Hopfensamen, komm. Und dann das gegen Maiszeug. Und Rüstungsfertigung gegen Glasscheiben. Ach, der Schlüssel. Ach du Scheiße. Mein Gott. Der ist aber auch hartnäckig. Boah. So, haben sie sich jetzt auch ausgetobt? Sehr gut. Mann, nicht mal in Ruhe looten lässt er ein.
Ich sag euch, Herzkasper. Was war da jetzt drin? Noch eine Blutkonserve. Brauchen wir nicht, oder? Ich gehe lieber schlafen. 8 Stunden Schule, 6:30 Uhr muss ich wieder auf der Matte stehen. Viel Erfolg. Danke, keine Panikattacke bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Ich versuche, keine Panikattacke zu bekommen und kann es nicht versprechen, nicht wahr? Ja. Das ist halt noch 1,6 Kilometer bis nach Hause. Auf jeden Fall an alle, die ins Bett gehen, eine gute Nacht. Schlaft schön. Ich muss auch selber um 7 raus, also auch nicht so viel später. Deswegen, ja. Wir sind auch schon bei 30 Minuten in der Aufnahme. Ich würde sagen, für alle, die zuschauen, denkt an das Codewort heute. Entweder veganes Hühnchen oder Höllnun. Wenn ihr irgendwo kommentieren wollt, egal auf Threads, YouTube Shorts, gerne den Short angucken, liken und kommentieren. Oder auch auf Instagram, Stories, Reels, was ich auch alles noch habe, auch wenn die Sachen ein bisschen veraltet sind, gerne immer pushen und einen Kommentar drunter machen. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, dann halt veganes Hühnchen oder Höllenhund. Das ist das Wort des Tages. Na, sag mal. Du hast aber gesunden Appetit auf Pfeile. Mann, 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 dem schmeckt mein Pfeil aber besonders gut heute. Und ja, ich würde sagen, wir machen morgen genau an dieser Stelle hier weiter. Werden uns zurückarbeiten, ist schon 14 Uhr. Wir sind mächtig überladen, das heißt, wir brauchen eh nichts mehr mitnehmen. Und durch die Stadt laufen oder so. Wir können hier auch direkt abkürzen, dann sehen wir, ob da vielleicht noch ein Händler ist. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das Gebiet noch ein bisschen aufdecken. Und wir haben auch, denke ich, noch ein paar Pfeile gesammelt. Wir haben jetzt 110 Federn, das heißt auch nochmal 110 Eisenpfeile. Und ich glaube, so langsam können wir uns von den Steinpfeilen dann generell verabschieden als Werkzeug. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Vielleicht laufe ich auch ein Stück schon mal ohne Aufnahme und wenn irgendwas Besonderes ist, nehme ich euch mit dazu. Ansonsten sehen wir uns in der Basis wieder. Und dann gehen wir nochmal in die Stadt und planen mal nachts nochmal irgendwas. Ja, mal gucken. Wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss.